Havelaar ist das Gütesiegel vom fairen Handel. Es zeichnet Produkte aus, die nach sozialen und ökologischen Kriterien produziert und vermarktet werden und den Bauern existenzsichernde und kostendeckende Preise garantieren. GOB unterstützt das Projekt von Max Havelaar schon seit längerer Zeit. Jetzt zum Beispiel mit den Biobananen aus der Dominikanischen Republik. Die günstigen klimatischen Bedingungen auf dieser Insel erlauben den Pflanzerinnen und Pflanzer von der Association Maximo Gomez den Anbau von Biobananen unter Fairtrade-Bedingungen, ohne Herbizid und mit möglichst wenig chemischen Mitteln. Die Umstellung geht allerdings lang und kostet viel Geld. Mit dem Kauf von Bananen aus biologischer Produktion von Max Havelaar leisten sie darum einen wichtigen Beitrag an die sozialen und ökologischen Verbesserungen in der Dominikanischen Republik. Einen wichtigen Beitrag an die kulinarischen Verbesserungen leistet jetzt wie gewohnt der Armin Amrain mit seinem Rezept. Hoffentlich mit einem Avocado-Bananensalat. Grüezi miteinander. Zu diesem Rezept kommen wir dann ein bisschen später. Bei uns im Studio darf ich jetzt jemanden begrüßen, der ganz eine besondere Beziehung zu Bananen hat. Herzlich willkommen, Peter Reber. Guten Abend. Peter Reber, grüne Bananen gehört zu Ihrem grössten Erfolg. Jetzt haben Sie eine neue CD herausgegeben. Das ist richtig, die grünen Bananen haben mir viel Glück gebracht. Sie sind nicht nur reif geworden, sondern sie sind sogar goldig und platinig geworden. Das war mein erster grosser Solo-Erfolg. Jetzt habe ich aber mal eine Instrumental-CD gemacht mit meinen schönsten Melodien aus den letzten Jahrzehnten mit meiner Stildrame eingespielt. Und diese Musik passt natürlich sehr gut zu einem Bananengericht. Bananen kommen tatsächlich in unserem heutigen Rezept vor. Doch bevor es dort losgeht, haben wir hier noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Woher kommen die Bio-Bananen von Max Havelaar in unserem Coop-Geschäft? Aus Costa Rica, aus der Dominikanischen Republik oder aus Ecuador? Die richtige Antwort verraten wir dann nach dem Rezept mit dem Armin und dem Peter Reber. Toastbrot in Würfel schneiden. Salut Peter. Salut Armin. Und im Anke goldbraun rösten. Knoblauch dazu pressen und ein bisschen mitrösten. Dann abkühlen. Für die Soße ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, eine Prise Zucker mit dem Zitronensaft und dem hellen Aceto Balsamico verrühren. Und dann noch Sonnenblumenöl beimischen. 2 bis 3 Bananen schälen, schräg schneiden und zu der Soße geben. Eine reife Avocado halbieren, den Stein rausnehmen, dann schälen, schieben und sofort zu den Bananen geben. Cherrytomaten je nach Grösse halbieren und jetzt die Frisee-Salatblättchen auf dem Teller schön anrichten. Den Bananen-Avocado-Salat in die Mitte geben und Grotto drüber streuen. Auch das lustige Rezept finden Sie wie immer in der Coop-Zeitung. Und beim Ausprobieren wünsche ich viel Vergnügen. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Die biologischen Bananen von Max Havelaar, die wir im heutigen Rezept gebraucht haben, kommen natürlich aus der Dominikanischen Republik. Peter Reber, darf ich Sie bitten, ein grünes Kärtchen zu ziehen? Richtig tippt und das Nachtessen vom Bürgerstock gewonnen hat, die Frau Gertrud Candati. Das ist Ihr Preis. Ich wünsche Ihnen viel Spass im Restaurant Le Club. Dankeschön. Ich schenke Ihnen auch noch gerne eine von meinen CD. Danke. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Peter Reber, mit dieser Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Kommen. Merci. Danke. Die Moosrosen, die ich Peter Reber schenken durfte, sind übrigens eine weitere Neuheit von Max Havelaar. Wie bei den Biobananen steht das Gütesiegel von Max Havelaar für soziale Anliegen, das Verbot von Kinderarbeit und eine gerechte Entlöhnung für Arbeiterinnen und Arbeiter für Produkte aus Entwicklungsländern. Wie laut Frischi muss stimmen, werden die Rosen in Kenia 2 bis 3 Mal am Tag gepflückt, kontrolliert und verpackt und bis kurz vor dem Transport zum Flughafen kühl gelagert. Ein interessantes Detail. Trotz Transport mit dem Flugzeug liegt der Energieverbrauch für Produktion und Transport wesentlich tiefer als in Europa. Das, weil man ja in Afrika keine Gewächshäuser heizen muss. Moosrosen von Max Havelaar offerieren wir Ihnen jetzt 20 Stück für 10.90 Franken.
Nach wie vor läuft in unseren Läden und in der Coop-Zeitung Supercard-Spiel mit folgenden Sponsoren: Coop Tomato Ketchup, Pickup Schoki Sandwich von Balsen, McCain Golden Sprinter und Frisco La Cremeria Vanille all'Italien. Zu gewinnen gibt es eine Woche New York für zwei Personen im Wert von 5'500 Franken. Das Mitmachen lohnt sich also. Offeriert wird die Reise von Imholz aus Anlass vom 40-jährigen Bestehen. Tolle Jubiläumsangebote können Sie jetzt in allen guten Reisebüros buchen. Das wär's gewesen für heute. In einer Woche wird bei uns die Grillsaison eröffnet. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.